Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subsistence. Weiter geht's. Beim letzten Mal sind wir zum Glück noch in einem Stück hier aus der Unterwasserhöhle rausgekommen. War zwar echt knapp, aber ist zum Glück nochmal gut gegangen. Und ja, ich würde sagen, jetzt treten wir doch gleich mal die Heimreise an. Und ja, verstauen unsere ganzen neuesten Errungenschaften zu Hause in den Kisten. Vielleicht können wir uns auch ein bisschen was herstellen mit dem ganzen gefundenen Zeug. Unsere kleine Höhlentauchtour war ja doch eigentlich ganz gut ergiebig. Aber müssen wir mal schauen, ob der Strom bzw. die Masse auch mitmacht. Das ist ja meistens eher das große Problem. Wie schaut es eigentlich mit Muscheln aus? Haben wir da hier unten noch welche? Nee. Sehe ich gerade keine. Jetzt ist es sowieso wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit, bis hier der See zugefrieren wird. Aber zumindest können wir dann auch gleich noch Eis fischen. Da bin ich auch schon gespannt drauf. Wird mit Sicherheit cool, wenn wir uns das dann auch ansehen können. So, da oben ist eine Wutz. Nehmen wir die gleich mal mit. Könnte man eigentlich machen, oder? Das probieren wir jetzt. Level 3. Einmal erwischt. So, wo bist du, Schweinchen? Da vorne. Ein zweites Mal erwischt und 14 Lebenspunkte hat sie noch. Könnte man eigentlich sogar mit dem Bogen probieren. Den verwende ich sowieso eh viel zu selten. Aber liegt auch daran, dass ich meistens nichts mit dem Bogen treffe. Und ja, was man nicht kann, soll man bekanntlich bleiben lassen. Ah ja, sehr schön. Hat aber sogar in dem Fall mal geklappt. Erfreulich. Wunderbar. Gleich mal ein bisschen Fett. Können wir dann zu Hause auch gleich wieder einschmelzen. Ah, da hätten wir sogar noch so einen Mardenbaum. Nehmen wir den auch noch gleich mit. So, perfekt. Wieder mal eine Baumlarve mehr. Metallschrott lassen wir natürlich hier auch nicht. Links liegen auch klar. Und da hätten wir sogar noch ein Hühnchen. Wisst ihr was? Das versuchen wir jetzt gleich nochmal. Vielleicht wird's ja was. Hey, wunderbar. Perfekt. Und es lebt sogar noch. Ja, dann haben wir gleich mal was für unseren Hühnerstall. Ui, Vorsicht. Jägerfestung auf 12 Uhr. Da wollen wir nicht reinrennen. Das wird sonst ziemlich ungemütlich. Noch ein Schneewolf. Ach komm, den nehmen wir auch noch mit. Macht er gleich mal einen Satz rückwärts. Damit hat er nicht gerechnet. Oh wei, irgendwas knurrt mich schon wieder an. Muss das sein? Nein, eigentlich nicht. Aber dem Wolf ist es herzlich wurscht. Noch ein Hühnchen. Ja gut, wenn es so ist, probiere ich es gleich nochmal. Hey, perfekt. Das läuft heute viel zu gut mit dem Bogen. Ich weiß nicht, was los ist. Das macht mir Angst. Normalerweise treffe ich mit dem Bogen nie was.
Brauchen wir noch Zinkerz? Mitnehmen können wir sie auf alle Fälle. Die Spitzhacke macht jetzt dann eh bald schlapp. Und wieder mal ein Wolf, der mich anknurrt. Wie sollte es auch anders sein? Ah, sehr schön, da drüben haben wir doch gleich mal eine Munitionstasche. Schauen wir doch gleich mal rein. Wunderbar. Ui. Ja, ich glaube, es wird allerhöchste Zeit, dass wir jetzt zu Hause ankommen. Aber da vorne ist ja zum Glück sowieso schon die Basis. Noch eben kurz Hände waschen hier draußen. Und ab nach drinnen. Tür zu. Und rein mit unserem Hühnchen. So, Wasser. Haben wir noch ein bisschen was drinnen? Futter. Da haben wir jetzt gerade aber nichts dabei, was wir dem Hühnchen geben können. Nun gut, dann... Ui, hoppla. Kommen wir da gleich wieder. Nur noch eben geschwind das Fleisch verstauen, bevor das schlecht wird. Bringen wir auch noch unter, wunderbar. So, Erze haben wir richtig viele gefunden in der Höhle. Einmal Kristallerz. Und einmal natürlich auch das Phosphaterz. Schmelzt mal gleich mal beides ein. So, das kommt aber hier eher rein. Das verstauen wir hier auch noch alles. So, was haben wir noch? Metallschrott. Packen wir auch noch gleich hier rein. Haben wir sonst noch was für die Kiste? Bretter auf alle Fälle und Holz. Kann beides mit rein. Die kommen hier rein. Patronen könnten wir vielleicht auch wieder gebrauchen, vor allem Schrotpatronen. Stellen wir uns da gleich wieder ein paar her. Das brauchen wir nicht. Das kommt hier rein, das kommt hier rein. Federn, weg damit. So, unser Tauchgeschirr oder unsere Tauchausrüstung können wir eigentlich aktuell auch verstauen. Da haben wir sowieso noch ein paar Sauerstoffflaschen dann für den nächsten Tauchgang gleich mal drinnen. Schadet auch nicht. Und wie geht's eigentlich unserem Gemüse hier oben? Ui, das schaut doch sehr gut aus. Heilkräuter können wir gleich mal pflücken. Und der Rest scheint auch fertig zu sein. Wunderbar. Und da schaut es anscheinend auch ganz gut aus. Ja. Ja, perfekt. So, was bauen wir denn als nächstes Schönes an? Auf alle Fälle gleich wieder Kartoffeln. Karotten auch gleich wieder und Zwiebeln sowieso. Wir brauchen ja schließlich was, um unser Hühnchen hier zu versorgen. So, einwandfrei. Wasser und Dünger dürfen jetzt nicht fehlen. Gut, da brauchen wir noch ein bisschen was. Wasser besorgen wir mal eben von unten. Ganz geschwind. Aber erstmal kümmern wir uns ums Hühnchen. Sonst vergesse ich das wieder. Und das braucht jetzt dringendst was zu fressen und zu trinken. Okay, da geht noch ein bisschen was. Das hat aber ganz schön Hunger. Haben die ganzen 7 Zwiebeln da anscheinend nicht mal gereicht, um hier den Futterbalken auf 100% zu bringen.
Okay, aber fürs Erste soll das reichen. Wo ist es denn eigentlich, unser Hühnchen? Ich sehe es gar nicht. Da ist es. Hat sich schon prächtig eingelebt, anscheinend. Gut, das hätten wir. Das haben wir auch. Dann fehlt eigentlich nur noch der Dünger für das Beet. Da sollten wir aber, glaube ich, auch noch ein bisschen was hier in der Kiste drin haben. Ne, nicht mal. Kalium bräuchte man da. Oder halt Asche. Oder Dünger. Nun gut, dann nehmen wir mal die Asche. So, wunderbar. Die Beete wären soweit versorgt. Hoppla, passe ich hier schon nimmer durch die Luke durch. So schnell geht's. War das letzte Steak doch eins zu viel anscheinend. Wobei, Kohldampf hat er sowieso schon wieder. Da bekommt er auch gleich mal wieder was. Um die ganzen Feldflaschen kümmern wir uns dann später. Eine nehme ich mal mit, falls wir wieder auf der Jagd was erlegen sollten und wieder blutige Hände bekommen. Ah ja, da haben wir eh noch ein Steak. Wunderbar. Ja, und dann würde ich sagen, ja, schmeißen wir vielleicht gleich mal unseren Generator wieder an. Zumindest einen. Okay. Oder auch nicht. Nee, ich glaube, wir müssen uns dann... Dann müssen wir uns mal kurz ein bisschen Biokraftstoff herstellen. Bevor der Kühlschrank ausgeht. Und dann muss ich unbedingt gleich wieder auf die Jagd gehen. Kommen wir gar nicht drum rum. Das ist ja echt jetzt ein bisschen doof. Granaten hätten wir aber noch zwei Stück. Ah, vielleicht gehen wir auch nicht auf die Jagd. Ich habe gerade ein bisschen was anderes im Sinn. Dann brauchen wir aber davor noch ein Gegenmittel. Was brauchen wir dafür? Leber, Seegras und Tonikum. Gut, Tonikum haben wir. Eine Leber sollten wir eigentlich auch haben. Und Seegras genauso. Seegras, Seegras. Ne, wir haben gar kein Seegras mehr. Weil wir alles dem Hühnchen verfüttert haben. Schlamperei. Nun gut, aber wie gut, wenn man See direkt unter der Basis hat, dann kommt man auch automatisch schneller an Seegras. Ist nur die Frage, ob es reicht, was wir hier finden. Wahrscheinlich nicht. Ah, da haben wir noch eine Muschel. Oh, ich gehe unter. Anscheinend. Ne, fünfmal Seegras brauchen wir dafür. Na gut, dann sausen wir mal eben kurz. Mit dem Kopf durch die Tür. Zum, ja, nächstgelegenen Gewässer. Gut, dass du nicht nervst, Wolf. Ah, hoppla, zweimal Verband angelegt. Nun gut, doppelt hält besser. Wunderbar, Metallschrott. Da war jetzt aber noch irgendwo eine Kiste. Oder eine Tasche, besser gesagt. Die hier nämlich. Zum Glück ist es ja nicht weit. Oh oh. Ist es das, was ich denke, dass es ist? Okay, gut. Wir laufen schnell weiter, laufen zurück zur Basis, holen uns die Kiste und ja, dann schauen wir mal, ob wir uns ein Gegenmittel herstellen können oder nicht.
Weil Dietrich habe ich natürlich ausgerechnet mal wieder nicht dabei. Wie so oft halt. Noch ein Wolf. Komm Wolf, nerv jetzt nicht, ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss mir die Kiste holen. So, schauen wir doch gleich mal, ob es da noch ein bisschen Seegras gibt. Ja, schaut auch eher schlecht aus, oder? Da haben wir noch einmal Seegras, aber fünfmal Seegras, glaube ich, bringen wir nicht zusammen. Nee. Das schaut schlecht aus. Mit dem Gegenmittel. Sogar sehr schlecht. Schade, aber nun gut, kann man nichts machen. Dann müssen wir einfach darauf hoffen, dass wir beim nächsten Mal, na komm raus mit dir, hier noch Seegras finden. Jetzt hat erstmal die Kiste oberste Priorität, aber ich könnte vielleicht, nee, kann ich auch nicht, gleich noch mehr Biokraftstoff herstellen für unseren Generator. Da war sie. Hoppla. Dachte, das ist Metallschrott. Gut, ist ja zum Glück nicht weit weg. Die sollten wir uns schon schnappen können normalerweise. So, nix wie rein hier. Den machen wir gleich mal aus. Uiuiui. Ui, ui. Das ist immer viel Strom. So, gleich mal anwerfen. Das kommt hier noch rein. Ah, da haben wir eh noch ein bisschen Fett drin. Das ist gut. Machen wir es doch gleich mal so. Verstauen wir kurzerhand alles, was wir aktuell nicht brauchen. So, für den Dietrich brauchen wir noch einmal Metallschrott, zwei Bretter und 18 mal Eisenfragmente. Die, glaube ich, hat man aber sogar hier. 16 Stück. Okay. Das ist ein bisschen zu wenig. Das Coole ist aber, wir haben jetzt aus den 10-mal Phosphorerz insgesamt 30-mal Phosphor rausbekommen und für die Brandmunition braucht man ja 4-mal Phosphor. Also ja, bekommen wir auf alle Fälle ein paar Patronen zusammen, nicht nur eine. Das ist schon mal cool. Brauchen wir nur noch das Gewehr dafür. Aber das bekommen wir auch noch früher oder später. So viel steht schon mal fest. Könnt vielleicht hier noch ein bisschen dazu helfen. Mit dem Biokraftstoff. Dann geht es auch ein bisschen schneller. Gut, aber da warten wir jetzt nicht so lange. Ah, Essenszeit. Ja, das Steak, obwohl das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir bringen es nur blöderweise auch hier nicht mehr rein. Nun gut, verfault ja nicht gleich. Machen wir es so und die Leber heben wir uns mal eben auf. Jetzt sollte es mit dem Strom eigentlich relativ schnell vonstatten gehen.
wir können in der Zwischenzeit uns ja gleich mal ums Wasser kümmern. Dann werfen wir den dritten auch noch gleich an. Den dritten Generator und dann ist es eh nur noch eine Frage der Zeit. Ja, das schaut doch gut aus. Das schaut doch sehr gut aus. Den Laser können wir jetzt dann auch noch gleich ausmachen. Dann geht es noch ein bisschen schneller. 20 mal Eisenfragmente haben wir beisammen. Das reicht. Ja, perfekt. Das geht jetzt ruckzuck. Lass mal den gleich herstellen und dann ist hoffentlich die verschlossene Kiste auch noch an Ort und Stelle. Aber ich denke schon. So, gleich geschafft. Voilà. Das Wasser ist auch schon abgekocht. So, jetzt muss ich aber nur kurz Platz schaffen, weil ansonsten bringen wir das definitiv nicht alles unter. Aber ich glaube, das sollte reichen vom Platz. Machen wir es mal so. Dann sehen wir auch gleich schön, was wir alles bekommen. Und den sollte ich vielleicht auch noch mitnehmen, bevor ich jetzt gleich aus der Tür rausrenne. Ansonsten sind wir wieder so weit, wie gerade eben. Ja, ich glaube, die ist noch da. Schaut gut aus. Na dann, wollen wir doch gleich mal sehen, was drin ist. Hoppla. Draufbleiben sollte ich vielleicht schon. Auf der Taste. Ah ja, sehr schön. Wir haben auf alle Fälle Magnum-Patronen gefunden. Dann noch ein paar Patronen fürs Gewehr. Ja, Metallschrott war dabei, Nägel waren dabei. Elektrische Bauteile, also alles in allem keine schlechte Ausbeute. Und ja, dann würde ich sagen, geht's gleich wieder ab nach Hause. Schauen wir noch mal, ob wir hier ein bisschen Seegras noch finden. Könnte ja sein, dass was nachgewachsen ist. Zwischenzeitlich. Da gibt's auf alle Fälle noch eine Tasche. Tatsächlich. Tatsächlich ist da nochmal Seegras nachgewachsen. Das ist doch erfreulich, weil dann können wir uns auch gleich noch ein Gegenmittel herstellen. Dann haben wir das nämlich auch noch gleich geschafft. So, her mit der Leber. Her mit dem Seegras und... dann wird das auch schon mal hergestelltes Gegenmittel. Wunderbar, perfekt. Hoppla, falsch. So wollen wir es. Das Gegenmittel ist auch fertig. Gleich mal benutzen. Und ja, ich würde sagen, wieder mal eine erfolgreiche Folge von Subsistence, die hier zu Ende geht. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zusehen und wünsche euch natürlich wie immer was und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Servus.